Universal Pictures gehört zu den Labels, die mitunter die schönsten Steelbooks in Deutschland bzw. generell in Europa gestalten können. Ein Film, der von ihnen das Metall-Treatment bekommen hat, ist der Science-Fiction-Film Skyline. Wenn man sich das Cover des Steelbooks ansieht, wird man sofort zwei Sachen bemerken. Das erste ist, dass der Titel geprägt wurde, und zwar gehen die Buchstaben des Filmtitels nach innen. Dort wurden sie zudem leicht lackiert. Das zweite, was man bemerkt, ist, dass das Cover eine sehr schöne Separation zwischen Vorder- und Hintergrund vorgenommen hat. Der Hintergrund besteht eigentlich nur aus dem Himmel. Alle anderen Bildelemente, die zwei Personen, das Mutterschiff, der Boden und auch die Häuser, sind im Vordergrund und dadurch sehr gut vom Hintergrund getrennt. Wenn ich das Steelbook für euch bewege, dann sieht man eben das besonders deutlich. Ähnlich wurde auch beim Backcover gearbeitet. Der Hintergrund, sprich der Himmel, ist etwas durchlässig und schimmert mit dem gewohnten Steelbook-Effekt. Der Rest des Bildes, sprich der Text, die Screenshots und so weiter, sind im Vordergrund und nicht transparent. Die Screenshots aus dem Film wurden außerdem noch mit leichtem Glanzlack überzogen. Auch diesmal sind diese Eigenschaften besonders gut zu erkennen, wenn das Steelbook in Bewegung ist. Der Vollständigkeit halber hier eine Übersicht mit Frontcover, Backcover und Spine. Wenn wir das Steelbook öffnen, dann ist das erste, was wir sehen, eine Werbung für sowohl Fast 5 als auch den Blu-ray-Release von The American. Auf der anderen Seite befindet sich die Blu-ray an sich, es ist ein Single-Disc-Release und der Film wurde, wie von einem aktuellen Kinofilm gewohnt, auf einer BD-50 untergebracht. Das Motiv, das auf die Disc gedruckt wird, entspricht zudem dem Frontcover. Ein Blick ins Innere des Steelbooks zeigt nicht nur die Rückseite der Prägung des Filmtitels auf dem Frontcover, sondern auch eine Schlachtszene aus dem Film. Diese wurde allerdings einfärbig gestaltet, bietet dadurch zwar viel Steelbook-Schimmer, aber auch nicht wirklich den gewünschten Effekt von einem aktuellen Kinofilm als Blu-ray-Steelbook. Wenn man besonders genau hinsieht, wird man außerdem bemerken, dass der Druck im Innern des Steelbooks nicht perfekt scharf ist. Trotzdem können die Optik und die Schärfe des Drucks überzeugen, wenngleich man innen bereits deutlich hübscher gestaltete Steelbooks bereits gesehen hat. Generell lässt sich über diese Veröffentlichung sagen, dass Universal Pictures ein optisch ansprechendes, aber sicherlich nicht perfektes Steelbook mit Skyline gelungen ist. Für den günstigen Preis kann man hier allerdings auf jeden Fall zuschlagen. Steelbook-Sammler finden mit diesem Release zumindest eine optisch ansprechende Neuerung in ihrer Sammlung.